easy go. Und ein herzliches Hallo zurück zu GTA Online, heute mit einem neuen Tuning-Video. Es geht um den Dinker Sugoi. Finden könnt ihr ihn auf Rostock. Ich bin auch schon so dumm. Auf Safin San Andreas Superautos. Natürlich wegen dem Valentins-Update ist er in Pink. Ich würde ihn persönlich nicht in Pink kaufen. Wenn ihr den Doomster heißt, damit heute macht oder morgen oder wann auch immer, kriegt ihr ihn für 918.000. Solltet ihr euch allerdings keine Geduld haben, so wie ich, und ihn natürlich jetzt schon haben wollen, dann könnt ihr ihn natürlich zum Vollpreis von 1,224 Millionen kaufen. Und ich würde sagen, ich habe mir noch ein anderes Auto gekauft. Fahren jetzt zu Los Santos Customs und tunen ihn direkt mal. Schauen wir mal, was alles zum Tunen geht. Eigentlich wollte ich jetzt zur Arena runterfahren, aber da habe ich gar keinen Platz, also... Let's do it. Also Handling hat er schon mal recht ein gutes. Er bricht zumindest nicht aus, das ist schon mal ein Vorteil. Mir gefällt halt sein Rücklicht überhaupt nicht. Aber ja, es ist halt Ansichtssache. Komm schon, mach auf. Danke. Und der hat übel zu Wheelspin am Anfang. Gefällt mir auch wiederum nicht. So, Panzerung lassen wir ja weg. Bremsen, natürlich Rennbremsen. Stoßstange, Frontdiffusor. Okay, nein, das nehme ich schon mal nicht. Sehen Stoßstange mit Canards, Renndiffusor, Racer-Diffusor mit Canards, Sweep-Diffusor, Carbon-Sweep-Diffusor, Sweep-Diffusor primär, Bogendiffusor, Carbon-Bogendiffusor, Racer-Bogendiffusor primär, GT-Diffusor, Carbon-GT-Diffusor, GT-Diffusor primär mit Canards, Carbon-Ampressor, Ampressor-Diffusor, Ampressor-Diffusor primär. Ja, ich nehme den hier. Oder? Ja. Heckdiffusor, Renndiffusor, Hochleistungsdiffusor, Sweep-Diffusor, GT-Diffusor, Geschwindigkeitsdiffusor, Turbo-Diffusor, Carbon-Diffusor, wir nehmen den Turbo. Motor natürlich EMS-Verbesserung Nummer 4, Auspuff, runder Auspuff, ovaler, runder Auspuff, Cluster-Auspuff, Sportauspuff, geteilter Auspuff, eckiger Cluster-Auspuff und schräger Cluster-Auspuff, wir nehmen den schrägen. Kühlergrill mit Zierrand, Rally mit Zierrand, Track mit Zierrand, GT und GT mit Zierrand. Wir nehmen GT. Motorhaube, Carbon und serienmäßig, primär Carbon mit Einlass, und Halterung, Straßen mit Einlass, Rally und Sport. Denke mal nur Doppeleinlass, Hochleistung, Carbon und Hochleistung. Wir nehmen das mit Sport, das sieht geil aus. Hupe natürlich, Polizeihupe. Lichter, Xenonwerfer, Neonanordnung, Front, Heck und Seitenfront. Dann nehmen wir ein gediegenes Rot. Ja, genau. Rote Streifen, karierte Streifen. Sugoi-Streifen. Welle. Sieht nice aus. Racer 23, Racer 29, Racer 99. Jackal Racing, Wasabi Kitty. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Vielleicht nehme ich das sogar, keine Ahnung. Roter Krieger, unbedingt. Ich glaube, ich nehme den roten Krieger, aber sowas von roter Krieger. Schutz für Diebstahl und Verlust, Spiegel. Rahmen sekundär, Carbonrahmen primär und Carbonrahmen sekundär. Wir nehmen den natürlich den sekundär. Nummernschild, gelb auf schwarz. Lackierung, da zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick. Ihr geht zuerst auf matt schwarz, geht auf metallic, scrollt durch ein paar mal, dann geht er raus, ändert die Namen, das die Farbe vom Nummernschild und padada, ihr könnt einen Perleffekt drauf machen. Wir nehmen natürlich gediegenes Mettengrün, weil das irgendwie am besten passt.
Sekundär nehmen wir Chrom. Ausstattungsfarbe nehmen wir Rot. Rot wieder tot, rot wieder tot. Ah, jetzt finde ich es wieder nicht. Ah, nee, ich will etwas helleres Rot. Das passt. Gnadenrot. Crew Emblem. Na, lassen wir weg. Dach. Rallye-Hutze und Flosse primär. Rennhutze und Carbonflosse. Lufthutze und Carbonantenne. Eckige Hutze und Flosse. GT-Hutze und Rallye-Antennen. Sporthutze und Rallye-Antennen. Ich würde eher sagen, wir nehmen das hier. Verkaufen könnte ihn für einen. Ach, einen, ach egal. Für das Geld. Carbon-Schweller, Carbon-Schweller, Racer, Carbon-Racer, Jet, Carbon-Jet, Rallye und Carbon-Rallye. Wir nehmen die Carbon-Jet, ja. Spoiler. Heckflossen-Spoiler. Rennheck-Spoiler, Straßenspoiler primär, Straßenspoiler sekundär, Carbon, Straßenspoiler, File-Spoiler, Carbon-File-Spoiler, GT-Spoiler und Carbon-Track-Spoiler. Track-Spoiler MK2, Alter, ja klar, übertreib halt. Carbon-Dragster-Spoiler, Dragster-Spoiler sekundär. Oh. Sport, ja, übertreib halt. Sport-Spoiler, Sprint-Sport-Spoiler, also ich nehme den Dragster, ja. Federung natürlich, Rennfederung. Getriebe natürlich, Renngetriebe, Turbo, Turbo-Tuning. Reifen, dann nehmen wir nicht die, da lasse ich nicht die Originalen drauf, dann nehme ich andere, dann nehme ich nämlich Sport, aber Chromfelgen. Die kommen mir so klein vor. Eine Gelände will ich auch nicht nehmen. Dann nehme ich Tunerfelgen. Oh Gott, die sind ja noch kleiner. Ja, dann lasse ich die Originalen, ist okay. Reifenverbesserung natürlich, schusssicherer und dann nehmen wir roten Reifenqualm, ja. Passt. Fenster natürlich, Limousine. Und das war's. Dann schauen wir uns das nette Baby mal von draußen an. So. Scheint ein Vordertriebler zu sein. Nice, nice. Ach, wir fahren mal in die Sonne, damit man besser sieht, würde ich sagen. Ja, ist definitiv ein Vordertriebler. Ich hasse Vordertriebler. So. Dann werden wir uns dieses wunderschöne Auto mal von draußen angucken. So. Also ich finde den relativ hübsch. Man wird halt relativ viel Geld los, wenn man den tunt, aber ich finde, das lohnt sich. So, jetzt drehen wir noch eine kurze Runde um den Block. Und da würde ich sagen, beende ich das Video. Achso, wir können uns jetzt noch schnell das Innenleben angucken. Stimmt. Alle. Es ist natürlich ein 5-Sitzer, weil Kofferraum zählt ja komischerweise auch als Sitz, also als Tür. Und jetzt muss regnen. Danke, Rockstar. Also da ist halt Innenleben. Ist halt bekannt wie bei aus jedem anderen Auto. Das ist halt Kofferraum. Schauen wir uns mal den Motor an. Ja. Da ist nichts Neues, würde ich sagen. So, dann machen wir die Türen wieder zu. Fahrzeuge. Keine. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.